Hallo und herzlich willkommen auf den Linus-Kanal. Ich habe ein neues Produkt zum Unboxen. Und zwar geht es um das Ladegerät von Sony, das BCQM1. Ich habe es bei Amazon bestellt und doch noch nicht aufgemacht. Das kostet normalerweise 65 Euro bei Amazon und auch bei anderen diversen Anbietern so zwischen 60 und 70 Euro. Ich habe es über Amazon Warehouse erworben für sagenhafte 40 Euro und der Zustand war mit sehr gut angegeben. Darauf bin ich jetzt gespannt. Einmal öffnen. Also warum ich mir das zugelegt habe, komme ich gleich zu. Schon den Aufkleber drauf, Amazon Warehouse. Ganz schön groß. So sieht es aus. Das BCQM1 Ladegerät. Also im Paket enthalten ist das Ladegerät und ein Kabel. Dann sehen wir hier welche Akkus, also mit dem Teil kann man auf jeden Fall mehrere Akkus laden, insgesamt 5 Baureihen von Sony, die V, die H, die P, die W und die M Serie. Für mich in Frage kommt die V und die W Serie, die 2. Das zeige ich aber gleich nochmal. Hier sieht man auch schön das Produktionsjahr, 11.2017, also ist kein altes Schinken, also alter Schinken von irgendwann. Hier haben wir die Statusanzeigen der LED, mit denen ich mich selber noch nicht beschäftigt habe, was ich natürlich noch machen muss, weil das Gerät eine Schnellladefunktion hat. Darauf komme ich aber gleich nochmal drauf hin zurück. Dann einmal öffnen, nochmals öffnen. Dann haben wir hier schon den 2 Meter Kabel, der eindeutig zu lang ist. Dann haben wir Bedienungsanleitung in verschiedene Sprachen. So, und dann haben wir noch das riesige Ladegerät, das ist wirklich ziemlich klumpig, also ist schon ein Bombenteil. Also auf den ersten Blick sehe ich keine Gebrauchsspuren. Also wenn Amazon das so angibt, dann ist das meistens auch die wirkliche Beschreibung. Hier kann man nochmal lesen, 9.2011, das Produktionsjahr, da steht 11. Naja, auf jeden Fall sehe ich keine großen Gebrauchsspuren. Also ich brauche das Ladegerät für 2 verschiedene Akkusorten, wie schon erwähnt. Einmal die W-Serie für Sony A7, A6000er Reihe, 5000er und so weiter. Die benutze ich für meine A7 und ich habe dafür auch ein externes Ladegerät, damit bin ich auch zufrieden. Die laden ungefähr in 2 Stunden, halb so wild. Nur benutze ich auch Sony Camcorders und
Da benutze ich die V-Serie an Akkus. Und die, ja, der 50er, der geht mit externen. Ich lade also alles mit externen Ladegeräten. Die kann ich gleich auch mal zeigen. Ich habe zwei Stück für beide Akkus. Damals, also von denen hier gibt es drei verschiedene Sorten: 50er, 70er und 100er. Von dem W50 gibt es natürlich nur diese, keine andere. Und also der braucht, ich muss dazu sagen, das ist die neue Generation, das ist der FV70A. Die älteren ohne A, dafür hat das externe Ladegerät so circa 4 Stunden gebraucht. Für diesen Akku hier, mit die neuere mit dem Zusatz A zum Schluss, der 15 oder 20% länger hält, braucht das externe Ladegerät 6 Stunden. Ja, und das ist brutal. Ich habe die Akkus noch nie in der Kamera geladen. Ich weiß nicht, wie lange sie da brauchen, aber definitiv länger. Und das hat mich schon genervt, weil 6 Stunden, um den Akku zu laden, das ist wirklich eine Menge. Und ich erhoffe mir, durch dieses Ladegerät die Zeit zu verkürzen. Dadurch, dass das Ladegerät eine Schnellladefunktion hat, die man hier aktiviert. Und das ist der hauptsächliche Grund. Ich habe die beiden externen hier. Das Ladegerät ist für die V-Batterie. Und wie gesagt, die 6 Stunden, das ist einfach zu lange. Das geht einfach nicht. Obwohl es gibt noch ein schlechteres Ladegerät wie hier das. Aber trotzdem braucht es so lange. Bei den älteren 70er war es 4 Stunden, da ging es, da konnte ich mit noch leben, aber hier die neuen. Und hier bei dem, bei der W-Serie sind 2 Stunden und mit dem neuen soll, ich glaube, 1,5 brauchen. Da ist mir aber das nicht so wichtig. Da ist das halb so wild, weil die 2 Stunden sind halt nicht so lange. Ich habe mir das halt auch zugelegt, damit ich auch beide laden kann. So erspare ich mir halt 2 Ladegeräte. So habe ich nur eins für beides und bin damit natürlich super zufrieden. Ich werde das natürlich noch testen müssen, wie lange die normal brauchen zum Laden und wie lange es durch die Schnellladefunktion braucht. Was ich so grob überlesen habe, war hier, dass diese 3 Leuchtbalken sind jeweils 30% und natürlich hier der Quick Charge zum Schnellladen. Es hat noch einen USB-Eingang, da kann man beim normalen Laden noch was Zusatz, Camcorder oder Handy laden. Das ist eine ganz normale USB-Stelle. Wenn man jedoch das Schnellladen benutzt, dann kommt hier nichts raus, weil er der ganze Strom halt selber braucht. Also dieses Ladegerät bedient sehr viele Akkus, wie gesagt, das ist einfach eine Menge, ist einfach cool und halt schnellladend. So kommen die W-Akkus drauf. Ich denke mal, dass das so richtig ist. Ja, erst die Seite und dann die. Das ist der Autofokus. So ist die W-Reihe. Dann die V-Reihe kommt so rein. Nicht nur die V-Reihe, sondern die V, die H und die P-Reihe. Diese Akkus kenne ich nicht, aber sind hier abgebildet, dass die genau, das sind glaube ich ältere Camcorder-Akkus, aber die kommen genauso rein. Welche ich noch kenne, sind die von der M-Reihe, die sind von der Sony Spiegel, also die Sony hatte diesen Teilspiegel.
von dieser Reihe der Akkus, die kommen hier oben rein. Das sind ziemlich große. Ich hatte mal eine A57 und diese riesen Akkus, die halten auch sehr, sehr lange. Die kommen dann hier oben rein. Habe ich aber keine Verwendung für, daher ich werde das Ladegerät mal testen und meine Meinung hier und da dazu schreiben. Vielleicht auch noch ein Video drehen mit den Akkus. Mal schauen. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.